das ist hier in Berlin jetzt der Karneval der Kulturen. Es geht da hinten weiter. Am Gottesdienst habe ich heute nicht teilnehmen können, das war zu schwierig. Aber hier tiefenentspannt durchgehen, das schaffe ich hoffentlich noch. Das ist so eine Station von den Johanniter. Da habe ich gerade mal checken lassen, ob der Blutdruck und so in Ordnung ist. Schaffe ich wohl hier durchzulaufen. Da müssen wir mal angewöhnen, die Herzmedikamente nach Vorschrift zu nehmen oder so. Und jetzt mal durch. Anfangs, sag ich mal, habe ich so ein bisschen Angst vor dieser Menschenmasse hier gehabt. Aber wenn ich jetzt hier so in der Mitte gehe, das ist optimal, auch fürs Herz. Weil die gehen so slowly, da ist das für meinen Blutdruck optimal. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hier lang gehe, weil ich kenne hier auch niemanden. Ich glaube, das ist hier nur jetzt so eine Straße, wo es irgendwie was zu essen gibt. Dann drehe ich mich um. Ziemlich viel los. Es riecht auch sehr kulturell, was die Leute hier rauchen. Ich suche ja immer noch so ein bisschen Uranglas. Ich glaube, da bin ich vorhin so ein bisschen fündig geworden. Ich habe allerdings kein Video davon, sondern nur Fotos. Die poste ich gleich mal. Ich glaube, ich gehe mal hinten weiter. Gucken, was da noch kommt. Also wenn man da durch will, es geht so eineinhalb U-Bahn-Stationen, so da hat man sich was vorgenommen. Das ist ganz nett hier. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt schaffe, pünktlich zu diesem Karneval zu kommen. Wobei jetzt bin ich tatsächlich alleine und habe noch nicht mal einen Plan hier. Aber einfach mal drauf los. Echt viel los. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich hole mir jetzt im Supermarkt gleich ein Bier und chill mich auf der Wiese einfach zu den Leuten mit dazu. Mehr kann ich von meinem Herz jetzt auch gerade nicht verlangen. Das geht hier doch bis an den Anschlag meiner Belastungsfähigkeit. Also dann Supermarkt, Bierchen holen, hinsetzen. Und dann habe ich auch einen Plan. Ich glaube, ich werde heute Abend mal probieren, ob das mit der selbstgebauten Nebelkammer funktioniert. Naja, ich sage jetzt auf den ersten, zweiten Blick irgendwie auch nur das Übliche. Geld ausgeben, Sachen essen, Sachen kaufen und ein bisschen Musik. Das sieht so aus, als wenn es das hier eigentlich schon gewesen ist. Weil ich glaube, ich schon mein Herz, ich kaufe gar kein Bier, ich nehme auch die Wasserflasche, die ich mit habe. Jetzt ist auch schon wieder vorbei, glaube ich. Ja, dann auf die Wiese. Bisschen chillen und gut. Und dann nach dem Sonnenuntergang, wenn es dunkel ist.
gucken, ob das funktioniert mit der portablen Nebelkammer, um Alphastrahlung nachzuweisen. Aber die Stimmung ist echt ganz gut. Es sind auch echt wenig Leute hier, die einen anrempeln oder so. Eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht heute Abend in die Clubs für viele noch rein. Für mich fällt das leider aus. Ich bin pleite und muss tatsächlich jetzt überall Eintritt zahlen, glaube ich. Ja, sei es drum. Aber cool, ja, so viele Leute nach Corona. Passt schon. Das war's schon. Ja, die haben auch schon. Mit der Absperrung. Da gehe ich jetzt mal mitten rein. Ich habe da hinten eine hübsche Liegewiese gesehen. Und dann chill ich mich dann hin. Ich habe eine Flasche Wasser dabei. Die ist eh nicht so gut fürs Herz gerade. Gehe ich außen rum, glaube ich. Und gut. Das ist so eine Besonderheit hier in Berlin. Oben drüber fährt die U-Bahn. Hier sind die Kampfradfahrer. So, keine Ahnung, dieses Jahr. Nee, ich glaube, ich war schon mal da. Ich glaube, aber ist das mal an einer anderen Location? Hier? Weiß es nicht. Ich habe doch so eine Erinnerung, dass es hier mal über 1 Million Leute sein sollen. Aber kann man nicht vorstellen, dass das hier jetzt mehr als 100.000 insgesamt sind. Vielleicht mit Fluktuationen sind es dann im Laufe des Tages auch 1 Million, keine Ahnung was. Stimmung ist trotzdem gut. Ja, ich filme das jetzt doch mal hier. Ich filme keine Person. Das ist hier ein Lager von Obdachlosen. Die Leute haben nichts und die Leute hier, ja, nicht alle, aber viele haben alles. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen wie an, keine Ahnung was, Südamerika vor 20 Jahren. Da war das auch so auf einen Meter. Muss da dringend was mit der Wohnungsnot in Berlin getan werden, glaube ich. Das Tempelhofer Feld ist echt was es so nicht geben darf. Damit genug Wohnraum für die ganzen Leute da ist.
Ich habe jetzt hier so einen Schleichweg zur Liegewiese gefunden. Und mal nichts hier los. Na, den Namen kennt man auch noch. Kurzer Schritt hier, das war der Karneval für Touren. Jetzt habe ich die Wiese erreicht hier. Mein Wasser, Filmschneiden, das Internet und dann gucken, ob das heute Abend mit der Nebelkammer klappt.